Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer. Mit dem niemals enden wollenden Vampirdurchlauf, wie es scheint. Aber gut, ganz ehrlich, das Ende bahnt sich an. Es sind jetzt bloß noch die paar Zwerge im... Wir kämpfen irgendwie schon drei Viertel des Let's Plays gegen die Zwerge, aber so viel können sie uns nicht mehr entgegenwerfen. Und sehe ich das gerade richtig, dass die schon wieder hier unten rumgurken? Hallo? Na, auf jeden Fall Zwerge und oben die Notstämme und da hau ich jetzt auch mal ordentlich drauf und mach den Deckel zu. Kann irgendjemand schnell runter? Hey, mein Goss kann schnell runter. Mir gefällt es überhaupt... Warum habe ich die eigentlich hier allein gelassen? Oder sind die nochmal hierher geschlendert? Ah, Vlad kann sogar rein in die Stadt. Hat die eigentlich Verteidigung? Minimal. Könnte das Vlad alleine schaffen? Schwierig. Okay. Dann geht mal runter und passt mal auf, dass hier nichts Falsches passiert. Ach Gott, Manni, du hast ja eine ganze Menge verloren letztens. Geh erstmal nach Arkendorf, du kannst es später wieder aufbauen. So, Vlad und Helmer Goss können ja mal runtergehen und gucken, dass das sicher ist. Dann wird höchstwahrscheinlich Arkendorf von denen angegriffen. Scheiße, die haben sogar tatsächlich die Reichweite für... Elise, könntest du da vielleicht noch was drin drehen? Armee blockieren bitte. Komm, 79%, das muss jetzt mal klappen. Ja, also. Das heißt schon mal, diese Bedrohung ist weg. Sehr schön. Gut, im Norden. Im Norden. Ah, wie schön, dass wir so einen kleinen Wegweiser haben, ne? Hier hat man noch nicht mehr. Ja, du musst dich erstmal ein bisschen ausruhen. Wo du eigentlich dieses Gebiet hier holen könntest mit Erengard und Zeuschenk. Während du hier plünderst. Könnte man so machen. Gut, ich glaube, sehr viel mehr geht nicht. Wir beenden mal die Runde. Nachdem wir Punkte vergeben haben. Mensch. Machen wir mal das. Plünderer. Carla Kolumna von Snickers. Unsere Schattenvampirin, die kann doch eigentlich auch wieder hier Lug und Trug mitnehmen, oder? Ja, das ist doch immer gut. Das machen wir dann auch gleich noch. Der Werner. Du kriegst... Ja, was kriegst du? Du bist ja unser Herr hier oben, der jetzt ständig gegen den Norden gebasht hat. Na komm, dann kriegst du nochmal die Auragröße rein. Es ist gerade sinnig. Und du kannst sogar nochmal... Das ist praktisch. Das ist durchaus praktisch. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dir noch irgendwas anderes dann hier buffe, wenn ich das schon mache. Was haben wir denn eigentlich noch? Kavallerie, Verfluchte und Gruftschrecken. Gerade Gruftschrecken, habe ich ja schon mal erwähnt, wäre eine gute Idee für den Norden. Verfluchte ein paar mitzunehmen, warum eigentlich auch nicht? Wir können aber nochmal das Tote erwecken, verstärken. Machen wir das mal. Ich höre immer wieder, wie praktisch das ist. Ich soll es mal ein bisschen öfter einsetzen. Und du hast den Fluch der Ehre-Magie, dann machst du gleich noch das da. Okay. Dann hätten wir das soweit. Und können erstmal Runde beenden. Jetzt gibt es hier eine ganze Menge Agenten. Die verpissen sich jetzt wieder. Alter, jetzt kommt hier nochmal eine Armee. Sagt mal, jetzt gehen die Zwerge wieder ab wie sonst was. Da hätte ich lieber die Erfolgschance. Gott. So, hier kann ich mich ja schön frei bewegen. Kann ich sogar? Oh, sehr schön. Und niederreißen, bitte. Kommst du weg? Er kommt nicht weg. Schade. Wollen wir uns das jetzt holen? Ist... Na, Erengrad ist die große Stadt davon. Dann würde ich glatt sagen,
Gehen wir tatsächlich mal das Risiko ein, da neu aufbauen zu müssen und mal besiedeln mal das Gebiet hier. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir uns erholt haben, aber dann wird das. Da ist gleich wieder eine ganze Armee auf dem Weg. Ja, wenn wir uns nicht schnell genug holen, könnte es sehr gefährlich werden. Der kann hier nämlich raus. Ah, nicht, dass wir hier einen großen Fehler begangen haben. Ah, Moment, wir haben Heinrich Kemmler hier. Das ändert natürlich einiges. Heinrich, du kommst mal mit und passt auf, dass hier nichts passiert. Schön. Eigentlich wollte ich mir Wolfenburg und die Burg von Rauken und Norden holen. Na, das machen wir später. Erstmal das hier so als Brücke in den Norden rein, ist nicht verkehrt. So, was sagt denn der Süden? Sieht so aus, als hätte man eine Schlacht vor uns, oder? Machen wir einfach mal diese Armee weg, bevor sie uns zu gefährlich wird. Könnten wir den alleine mit einer Truppe schaffen? Jetzt nur mit Helmand Gorst oder nur mit Vlad? Könnte der Deathstar hier durchschnittern, effektiv genug? Ich glaube, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Kannst du großartig was hochheben? Leider nicht. Und dann haben wir sowas hier. Der kann sich aber nicht weit bewegen. Liebe Benji. Du kommst nicht nah genug ran. Schade. Aber Benji, du kannst dich mal anderweitig nützlich machen. 90%. Geil. Jetzt ist kein Kommandant da. Am liebsten würde ich ja hergehen und mit einem jetzt hoch zu Vlad gehen und nur ein anderer schlägt die Schlacht. Nur Vlad, könnte er es schaffen? Don't think so. Eigentlich müsste Vlad das schaffen können mit seinem Deathstar. Andererseits, ganz ehrlich, wir können uns erstmal so mit Helmand Gorst hinstellen. Dann greifen wir hier an. Er verpisst sich, dachte ich mir glatt. Fuck. Ich habe mich nicht weit genug bewegt. Ich wollte eigentlich... Arkendorf hat jetzt auch nicht so die Mega-Verteidigung und ist auch noch wieder hier sabotiert worden wie sonst was. Das ist echt nicht lustig. Wenn der jetzt damit kommt, habe ich ein ziemliches Problem. Ich könnte hier noch ein bisschen Trash aufheben. Besser als gar nichts. Wenn ich dich... Oh, Vlad könnte es noch schaffen. Okay, dann machen wir es andersrum. Dann kommt Vlad so herüber. Du machst den ersten Angriff. Dann machen wir ihn platt. Wollen wir das schlagen? Ja komm, das schlagen wir mal. Da haben wir auch mal wieder so eine Schlacht, die wir ein bisschen klassischer führen. Weil diese Armee werde ich auf jeden Fall jetzt nicht so knubbeln. Ich meine, dieser Knubbel ist unglaublich effektiv. Ich meine, es ist eigentlich... Alle Einheiten zu forcieren, ist gerade für Vampire... Na gut, gegen Zwerge ist es eh so eine Sache. Mit ihren Bomben. Und ihrer Artillerie. Aber grundsätzlich, weil Leute auch gesagt haben, so, dass der taktischer Anspruch da so gering ist. Es ist halt etwas, was nur die Vampire effektiv können. Einfach nur, weil sie so gut buffen und debuffen können auf Bereiche und so gut heilen können ihre Truppen. Das ist quasi einfach so, man kann schon sagen, Spezialformation der Vampire, alles auf einen Bereich zu ziehen. Fand ich sowieso lustig. Ich habe das jetzt ein paar Folgen lang gemacht und ich muss schon so Kommentare lesen im Sinne von, kannst du auch mal was anderes machen, als immer die Leute da zusammen zu knuppeln? Ja, nö, wisst ihr, habe ich ja noch nie was anderes gemacht. Habe ich noch so schön sarkastisch geantwortet. und dann kommen die Leute beleidigt, weil sie keinen Sarkasmus verstehen. Meine Güte. Aber wir können natürlich auch ein bisschen klassischer wieder kämpfen, so ist es nicht. Man kann das ja auch normal fragen und nicht im Sinne, kannst du auch mal. Ja, vor allem, dann kommen Leute her und sagen, kannst du mal was anderes machen als immer XY, als immer hier alles zusammen zu knuppeln. Dann sage ich so, ich habe 200 Folgen lang nichts anderes gemacht. Und dann, ja, woher soll ich das wissen? Ich gucke das erst seit ein paar Folgen. Wenn du es erst seit ein paar Folgen guckst, warum argumentierst du dann verdammt nochmal mit, kannst du mal was anderes machen als hättest du alles schon geschaut? Das kann ich doch nicht wissen. Aber gut, wir gehen auf jeden Fall ein bisschen anders vor und alles ist okay.
einfach mal alles als ein schöner Blob so bewegen. Vorwärts und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Opa, 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 nicht so. Stellt euch so einen Chinesen vor mit so einer Schüssel Reis. Reis, Reis, Reis. So, der Death Star ist angekommen. Leider nur die eine Hälfte. Ah, die andere Hälfte kommt gerade. Wunderbar. Gucken wir mal, dass wir den Death Star so ein bisschen zusammenkriegen. Also der Death Star muss noch klassisch knuppeln, so gut es geht. Einfach nur, weil er auf diese Weise überhaupt erst effektiv ist. Aber unsere Hauptarmee hier kann ein bisschen normal arbeiten. Du kommst mit. Mordeschrein ist wichtig für unseren Plan. So, Hellmann Gorst. Richtig. Sag ich doch. Was hast du eigentlich so? Na, Kampfangriff debuffen, na, Kampfangriff, na, Kampfabwehr, stark reduzieren, Nachladerer, der Angriffsbonus, alles klar. Der Fluch der Jahres natürlich. Das ist halt das Üble. Der Fluch der Jahres ist sowieso auch sehr stark. Es ist einfach, wenn alle Gegner auf einen Punkt geknuppelt sind, alle kriegen den Fluch der Jahre drauf und unsere Leute die Anrufung, das ist einfach irgendwie so pornös. So, ihr kriegt mal so alle eine gemeinsame Familienaufstellung. Und geht einfach mal so in die Eisenbrecher rein. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber so erstmal langsam. Das hat noch Zeit. So, ich würde glatt sagen, bevor wir hier reinbrechen, werden unsere Flugeinheiten dann mal ordentlich reinfliegen. Bäh. Das Lustige ist, wenn ich die tatsächlich so angreifen lasse, dann suchen die sich selber passende Ziele, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt? Okay, ich würde sagen, Flugeinheiten rein. Ihr holt euch mal Armbrustschützen. Kurz, sich um die Eisenbrecher vorher zu kümmern, wäre auch keine schlechte Idee. Musketen schützen und ihr holt euch mal einen Trupp Eisenbrecher. Ansonsten schön rein. Mit euch genau das gleiche, auf geht's. Volle Kanne. Das einfach mal selbst machen zu lassen, so von den automatischen Formationen, ist das, das ist ganz cool. Dann kümmern wir uns hauptsächlich nämlich ums Buffen und Heilen. Hellmann Gorst, du kommst mal auf deiner lustigen Karre mit. Das passt. Kommt sogar sehr gut. Die haben jetzt erstmal die erste Linie gebrochen. Jetzt kommt die Infanterie und meine Helden hinterher. Schön. Alter, haben wir jetzt eine breite Front. Ihr könnt ruhig mitmachen. Der Death Star funktioniert nur, wenn beide Einheiten gleichzeitig im Gefecht sind. Oh Gott, jetzt ist hier ein bisschen viel los. So, hier wird mein Fluch der Jahre reingeschmissen. Und da wird mein Fluch der Jahre reingeschmissen. Und ihr helft mal auch mit. Nicht einfach so arbeitslos außen stehen bleiben. Ihr geht mal damit rein. Mein Mordesschrein macht mal schöne. Na gut, der kann eigentlich auch mit rein in den Kampf. Vlad, du musst auf jeden Fall mitkämpfen. Dafür bist du eigentlich perfekt geeignet. Er hat alle Eignungstests bestanden, was direkt das Kämpfen angeht. Hey, mitmachen. So. Ach du lieber Gott, ist das ein Gewusel hier. Einmal Heilung hier noch mit rein. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Zwergenauflauf. Alter Falte. Ah, Verfluchte gegen Zwerge haben wir jetzt auch nicht so oft gesehen. Obwohl eigentlich schon. Ja, gut. Öfters, aber nicht so oft. Was ein Schlachtfeld. Über so kleine Einzelkämpfe, das finde ich cool, sowas. Die Hammerträger, die mit ihren Hämmern, die ausschauen, als wären sie aus Plastik. Weil die so tragen, als wären das so Styroporhämmer oder sowas.
So, wie schaut's denn aus? Wir müssen auch mal ein bisschen ans Buffen achten. Ich meine, es ist so schön, dass Auge auch mitspielt. Mist. Rüstungsdurchdringender Schaden. Ja, gib mir mal sein. Oh, Hellmann Gorst, du kriegst sogar ein bisschen Damage, sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. So, ich würde mal sagen, Hellmann Gorst, du hast ja schon geheilt. Vladdy. Kriegst du bis da hinten hin deine Anrufung rein? Sehr schön, weil da braucht man ein bisschen Heilung. So, wir müssten eigentlich so gut wie durch sein. Hier hinten können unsere Flugeinheiten noch auf ein paar von den Schützen gehen. Wir sind jetzt auch bald durch. Schön. So, das ist eigentlich so gut wie fertig. Bomben. Super. Hauen wir mal auf die Eisenbrecher ein. Die werden vertrieben. Das sieht sehr... Ja gut, das Ding ist sowieso so gut wie gewonnen. Fragt sich, wie viele Verluste wir noch machen am Ende jetzt. So, da die sich jetzt eh einmal zurückgezogen haben, ist das jetzt eigentlich schon gegessen, das Ganze. Bitte mal die Gruppen auflösen, die Gruppierungen. Nicht gruppieren, Gruppierung auflösen, bitte. Genau wie ihr. Ne? Gruppierung weg. Gruppierung weg. So, dann kommt mal alle schön auf ein Fleckchen. Und wir versuchen noch ein bisschen was wieder zurückzuholen. Was geht. Weil die Zwerge werden jetzt eh drauf gehen, die haben sich einmal schon zurückgezogen. Und sind dementsprechend jetzt auch restlich. Tot. Obwohl da Leute entkommen, sind sie trotzdem restlich ausgelöscht. Schöne ist ja auch, die haben keinen Kommandanten hier gehabt in der Schlacht dank unserem Banshee-Einsatz, der doll war. So, hauen wir mal hier ein bisschen rein. Bevor wir gar keine Zeit mehr haben, hier was zum Heilen zu machen. Du hast eigentlich Nachladerate, das juckt mich eigentlich weniger. Haben wir echt so wenig von wegen Energiereserven herstellen? Das ist gemein. So, ein ganz kleines bisschen, was geht noch? Komm, ein Punkt noch. Ich brauche 11. Es waren doch 11, oder? Oder waren es 12 fürs Doppelte? Ah, nee, es waren 11, es waren 11. Doch, richtig im Kopf gehabt. So, und ein bisschen Heilung wieder. Schön. Alles klar. Mehr geht, glaube ich, eh nicht. Jupp, fertig. So, mit Glück wird sich jetzt Hellmann Gorst noch weiter bewegen können. Ah, nee, Moment. Nee, es war Vlad, glaube ich, oder? Es war Vlad. Stimmt, da war sowieso in Marschstellung. Das Geld nehme ich gerne. Herzlichen Dank. So, Vlad, du kannst jetzt noch bis dahinter. Wunderbar, genau das wollte ich. Schön, damit ist das nämlich soweit gesichert. Wenn meine Kommandant schon mal bessere... Wann hat's denn den so erwischt? Fuck, das war echt knapp. Ich glaube, der hat sich aufgelöst, oder? Dass der so wenig Lebenspunkte hat. Werten wir mal die Stadt auf. Dann können wir nämlich noch eine Festung reinmachen, dann ist das Ding erstmal ein bisschen sicher. Ja, und solange wird Hellmann Gorst wahrscheinlich tatsächlich hier unten bleiben. In der Stadt. Einfach nur, es ist einfach sicherer. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, mehr geht, glaube ich, in der Runde nicht mehr. Wir haben aber einiges geschafft. Wisst ihr was? Ich speichere einfach mal so zur Sicherheit. Die letzte Zeit schmiert das Spiel wieder ein bisschen häufiger ab. Habt ihr ja mitgekriegt. Von daher bin ich lieber vorsichtig, bevor die ganze Schlacht dann für die Katz war und wir müssen alles nochmal machen.
Sowas habe ich ungerne. Wenn einfach Fortschritt negiert wird. So. Hellmann ist 18. Oh Gott, der hat ja auch noch einen ganz schönen Weg vor sich. Ah, aber die bessere Nachladerate nehmen wir auf jeden Fall mit. Vladi. Vladi hat auch noch ganz gut was an Potenzial. Der Meisterschlag. Ah, Entsetzen macht er schon. Das ist gar nicht mal so schlecht. Komm, dann machen wir den Meisterschlag noch mehr. Kann umso besser dann Helden niedertrimmen. Feindliche Anführer. Der Viktor. Ah, ja, natürlich, der bist du. Ja, dann mach mal da weiter. Fluch der Jahre ist nie verkehrt. Egal, wer es ist. Ach, du bist das. Gut. Gut, wir können den trotzdem doppelt wirken. So schlecht ist es vielleicht gar nicht. Außerdem ist es dann gut, wenn du am Ende die Nachladerate bekommst. Es war schon nicht verkehrt. Ja, super. Mann, diese Scheißagenten. Und hier natürlich auch noch beschädigt. Da kann ich jetzt nichts gegen machen. What do you want? Nicht im Ernst. Wenigstens kein kritischer Erfolg, aber trotzdem nervig. Dann nehmen wir den Herrn Steiner mal mit. Scheiß Attentate, ganz ehrlich. So, ich ziehe mich mal zurück und ich kann eigentlich hergehen. Ah, ich komme leider nicht ganz rüber. Aber ich gehe trotzdem mal hierher und werde dann später gleich mit dem noch das andere Ding hier bevölkern. So, da ist ein gewisser Herr rausgekommen. Den ich gerade leider nicht ganz erreiche. Schade. Ich frage mich sowieso, was der vorhat hier. Egal von wo er kommt, er wird auf jeden Fall herzlich begrüßt. Bis er auch richtig aufgeladen ist, möchte ich mich gar nicht so großartig wegbewegen. Hier oben würde ich gerne die Offensive weiter vorantreiben, aber derzeit, ja, ich sollte mich darauf konzentrieren, erstmal die beiden Dinger zu besiedeln und zu befestigen. Dass ich hier einen schönen Außenposten habe dafür. Für meine Überfälle. Ich könnte ja ein bisschen was plündern. Hat das Ding das? Hat keinerlei Verteidigung. Da können wir einfach mal kurz drüber. Und das Ding plündern. So kriegen wir das Geld, was wir gerne haben möchten noch. Das Ding ist schon ausge... 1300 nehme ich trotzdem gerne mit, danke. Ich kann dann später nochmal angreifen, gleich nächste Runde. So, zieh sie erstmal nochmal dahin zurück. Das Ding würde ich am liebsten da lassen, als ständige Plünderstätte. Andererseits... wir gehen ein Risiko damit ein, den Zwergen hier so einen Vorposten zu lassen. Wir reißen es trotzdem nieder. Wir werden noch wirtschaftlich genug, daran wird es nicht liegen. Gut, sehr viel mehr geht gerade nicht, ansonsten muss ich echt ein bisschen abwarten. Obwohl, wir können mal die ganzen beschädigten Gebäude reparieren. Genau. Ansonsten werde ich ja noch, wird mir mitgeteilt, was noch so ist. Du. Machst du einfach mit, dass du hier keine Kristallisierung bekommst. Kanalisierung. Anala Kanal, aber... Astra... Fuck, wie hieß der Skill nochmal? Anala Kanalarbeiter, bitte was? Was ging mir da durch den Kopf? Arcana Kanalarbeiter. Aber es kam doch nah ran, daher kam das. Ich wollte eigentlich Arcana Kanalarbeiter sagen. Das andere Wort hat es dann irgendwie... Ach, der Lieber, oder? Das kam natürlich nicht von mir. Ach du Scheiße, kostet das, Mann. Aber wenn wir damit warten, das ist auch nicht. Wenn ich dich jetzt ausschalten möchte. Probier was mal. Yay, haben wir ihn weg. Arschloch.
So, die werden jetzt sowieso hier ständig Verluste erleiden auf meinem Gebiet. Von daher drängt es gar nicht für mich, jetzt so schnell die zu beseitigen. Okay, alles klar. Soweit alles fertig. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir haben wieder ein paar kleine Fortschritte gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir hoffentlich endlich mal so alles ein bisschen weiter bevölkern und dann ordentlich gegen den Norden rüsten. Süden gegen die Zwerge bin ich erstmal noch ein kleines bisschen vorsichtig, bis die Dinger sich selbst verteidigen können. Beziehungsweise bis sie wirklich Mauer genug haben, um belagert werden zu müssen, dass wir die Reaktionszeit haben, da helfen zu können. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge.